hier rechts ist ein Glücksrad und in jeder Farbe vom Glücksrad steht der Name von einem anderen Land. Bei jedem Land, auf dem das Glücksrad stoppt, spielen wir ein Vocabel aus diesem Land. Also schauen wir mal, was das erste Land sein wird. Und das erste Land ist Polen. Okay, Grolli, wir sind jetzt hier auf Polen Haven RP und irgendwie, warte mal, Grolli, verstehst du Polnisch? Kein Wort. Warte mal, was heißt das Spiel? Ich würde mal sagen, hier Grei heißt Spielen, glaube ich. Ich drück mal da drauf. Und vor allem, hier sind schon mal ein paar Leute aus Team Erdbeere, denn wir spielen das mit denen zusammen, Freunde. Die sind alle vom Discord-Server. Also, Freunde, falls ihr noch nicht auf dem Discord-Server seid, könnt ihr gerne mal drauf gucken. Der Link ist in der Beschreibung. Aber, Freunde, darum geht's heute nicht, sondern wir gucken uns jetzt hier mal das polnische Vocabeln an. Und Moment mal, warum gibt's denn hier ein Lidl? Ist Lidl nicht deutsch? Was ich hab, Lidl gibt's auch noch einen ganz schönen anderen. Hier ist scheinbar irgendein polnischer Laden. Zapka. Mal sehen, was hier so gibt. Moment mal, man kommt nicht rein in Zapka. Wie kommt man denn hier rein in Zapka? Ich glaube, irgendwie kommt man hier nicht rein in Zapka. Also, keine Ahnung. Naja, egal, wir gucken mal weiter. Okay, Freunde, mal sehen, was hier drin ist. Hier drin gibt's scheinbar auch einen Lidl oder sowas. Hier, Freunde, schaut euch das mal an. Hier drin ist einfach ein Lidl. Oha, wie krass ist das denn? Und hier gibt's auf jeden Fall auch noch ein paar Autos. Okay, Freunde, gleich erstmal. Hier werden direkt schon mal ein paar Autos gespawnt. Ja, das können wir auch mal machen. Was, aber gibt's hier irgendein Auto, was es normal in Brookhaven nicht gibt? Also, ich sehe hier keins, Freunde. Okay, also hier ist auf jeden Fall ein Lidl. Und mal sehen, vielleicht kommt man hier jetzt diesmal rein. Und, oha, okay, man kommt auf jeden Fall rein. Okay. Und, wow, guck mal. Wie viel gibt's denn hier? Oha, das ist ja wirklich richtig krass. Hier gibt's Pringles. Hier gibt's auch ganz viele andere Chips und alles, Freunde. Okay, ich bin gerade in der Chips-Abteilung. Sehr interessant. Und, warte mal, hier ist sogar eine richtige Kasse. Oha, warte mal, Golli. Kann ich mich hier reinstellen? Und, guck mal, ich bin jetzt einfach hier der Kassierer. Mal sehen, ob hier jemand kommt und hier was einkauft, Freunde. Guck mal, da vorne sind schon zwei Kunden einfach. Und er schreibt, Lidl lohnt sich nicht. Hier gibt's Polski Fritki. Oha. Polski Fritki. Okay. Wer will Pop Polski Fritki essen, Freunde? Wer will Polski Fritki? Hier, der will doch Polski Fritki, oder? Okay, hier sehen wir, es gibt hier wirklich aber richtig viele andere Läden. Hier gibt's auf jeden Fall ein McDonald's. Hier gibt's ein Pepco, ein Bank Pekao. Ich weiß gar nicht, was das alles für Läden sind, Freunde. Das ist auf jeden Fall richtig komisch. Aber warte mal, Grolli, was machst du denn da? Warum springst du so hoch? Der Pool ist einer. Es gibt so einen Riesensprung und ich bin gerade im Pool. Okay, warte mal, schau uns mal an. Und wow, oha, Freunde, schau dich das mal an. Warte mal, wie hoch war ich denn gerade? Oha, guck dich das mal an, Freunde. Und jetzt, und warte, und wow, und rein hier und... man flippt ja gar nicht richtig. Aber Grolli, wir müssen auf jeden Fall hier rein in den McDonald's. Mal sehen, wie ein polnischer McDonald's aussieht. Also mal sehen und... Wow, okay, hier gibt es auch schon mal eine McDonald's-Tüte. Und warte mal, hier ist schon einfach der Kassierer von McDonald's. Also, ja, hallo, ich würde gerne Happy Meal haben. Willkommen bei McDonald's. Ja, einmal ein Happy Meal. Also, ein Happy Meal, bitte. Hier, mal sehen, ob bekommen wir jetzt hier was? Oder werden wir jetzt hier einfach gescammt? Kommt sofort. Okay. Aber Moment mal, Freunde, warum kann der polnische McDonald's-Mitarbeiter eigentlich Deutsch? Naja, keine Ahnung. Wir haben kein Happy Meal. Freunde, ich glaube, ich wurde gescammt. Wir schauen uns mal weiter um. Freunde, wer von euch kann eigentlich Polnisch? Schreibt mal unbedingt in die Kommentare, was das alles heißt. Würde mich mal echt interessieren. Oha, was? Freunde, da hinten ist einfach ein Spielplatz einfach. Oha, Freunde, stell dich mal vor, das wäre in Brookhaven da auch einfach. Das wäre aber ultra krass. Okay, hier sind zwei Schaukeln. Mal sehen, funktionieren die Schaukeln? Und, ich weiß nicht, wie ihr schaukelt, aber ich glaube, so schaukelt man normalerweise nicht. Ich bin ein bisschen groß hierfür. Oha, du bist echt ein bisschen zu groß. Aber guck mal, ich passe hier perfekt rein auf jeden Fall. Auf Fußballplatz sind wirklich richtig, richtig viele Spieler. Freunde, schaut euch das mal an. Und warte mal, hier sehe ich doch Robert Lewandowski. Das ist doch Robert Lewandowski, aber der spielt jetzt einfach bei Real Madrid. Naja, egal. Oha, okay. Freunde, ich hab den Ball. Oh, warte mal, ich werde so ein Tor schießen. Aber, oh, Freunde, wir schaffen es nicht, hier ein Tor zu schießen, aber jetzt bin ich direkt vom Tor. Warte mal, Freunde, wieso kann ich da nicht schießen? Ich kann einfach nicht, kein Tor schießen. Egal, Freunde, dann wird es erstmal nicht mehr. Ich will jetzt hier, glaube ich, erstmal kein Tor mehr schießen. Wollt ihr euch eigentlich auch so doll wie ich auf die EM dieses Jahr? Ich wollte mir letztens sogar ein Deutschland-Trikot kaufen, aber dann habe ich einfach gesehen, dass die immer 100 Euro kosten. Aber, Freunde, aufgepasst, denn zum Glück gibt es fanwelle.de. Auf fanwelle.de gibt es viele verschiedene Deutschland-Fanartikel und vor allem richtig viele coole T-Shirts. Also schaut gerne mal auf fanwelle.de vorbei und mit dem Code Felixi5 bekommt ihr sogar noch einfach 5% Rabatt. Deshalb schaut gerne vorbei und holt euch euer Lieblings-T-Shirt. Ah, Freunde, wir haben hier natürlich noch mehr Länder im Glücksrad, deswegen drehen wir direkt nochmal und schauen mal, welches Land als nächstes kommt. Und es ist einfach die USA, Freunde. Jetzt gehen wir in ein amerikanisches Brookhaven. Wir sind jetzt hier im amerikanischen Brookhaven und Moment mal, wir sehen hier schon, wir finden uns hier einfach in einer riesigen Amerika-Flagge einfach. Sehr komisch. Guck mal, der Brunnen läuft hier einfach aus. Was ist denn hier los, Freunde? Ich glaube, in Amerika, die Leute haben einfach viel zu viel Wasser. Die können hier einfach komplett die Wasser verschwenden. Okay, Freunde, aber wir schauen uns mal weiter um. Also hier gibt es auf jeden Fall eine riesige Amerika-Flagge. Moment, hier vorne ist auch eine riesige Amerika-Flagge, Freunde. Hier ist einfach alles voll mit Amerika-Flagge. Hier oben ist sogar so eine Amerika-Flagge, die sich sogar so im Wind bewegt. Und Moment mal, hier sind scheinbar so amerikanische Autos. Freunde, was sind das für Autos hier, die hier stehen? Das sind Grenzkontrollautos. Wow, okay. Wir kontrollieren jetzt scheinbar mal ein bisschen die Grenzen.
Kosten. Okay, sehr interessant. Aber Moment mal, mal sehen, wie schnell fahren wir denn hier? Und oha, Freunde, das ist ja ultra realistisch. Wir fahren jetzt hier keine km/h, sondern mph. Also keine Kilometer pro Stunde, sondern Miles pro Stunde. Okay, Freunde. Also genauso wie es Amerika auch ist, scheinbar sehr realistisch hier. Eins muss ich dir noch zeigen. Komm mal zur Polizeiwache nochmal. Okay, Grolli, ich komm zur Polizeiwache. Okay, ich bin bei der Polizeiwache. Und Grolli, wenn das jetzt nichts Krasses ist, dann raste ich komplett aus. Ja, das wirst du schon noch sehen. Oha, was ist das denn hier? Oha, okay, hier gibt's scheinbar irgendwie so eine Präsidentenrede oder was soll das hier sein, Grolli? Guck mal hier nicht drauf, ich wollte doch jetzt Präsident werden und... Oha, man kommt hier wirklich nicht drauf, aber was, man kommt hier vielleicht über den Berg irgendwie da rein? Warte mal, Grolli, ich wette mit dir, ich hab einen Weg da rein zu finden, oder? Ich glaube, wenn man jetzt hier rauf geht, dann kommt man da bestimmt da rein, oder? Oha, ja, Grolli, guck mal, ich sag's doch, guck mal, ich bin der Präsident von Amerika, Freund, und ich hab jetzt hier eine ganz wichtige Rede zu verkünden und an alle, die hier sitzen, also so viele Leute interessieren mich, sich für mich als Präsident sehr, sehr viele. Aber, Freunde, mal schauen, welches Land wir als nächstes bespielen müssen. Also, Freunde, hier sind auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Länder auf dem Glücksrad drauf. Und als nächstes ist auf jeden Fall die Türkei dran. Einfach die Türkei. Jetzt gehen wir in Türkei-Haven rein. Freunde, wir sind hier im Türk-Haven einfach. Freunde, hört euch mal das Lied an im Hintergrund. Oha, Freunde, jetzt haben wir hier direkt schon mal so ein Essensstand, aber ich weiß gar nicht, was das sein soll. Soll das so ein Dönerstand sein oder sowas? Ich glaube schon, weil hier gibt es so Verheiratet und alles. Freunde, aber warte mal, kann ich damit fahren? Nee, ich kann damit schon mal scheinbar nicht fahren. Okay, egal, Freunde. Also, Freunde, ich glaube, das ist bisher das krasseste Brookhaven, weil hier ist auf jeden Fall sehr vieles anders. Und Moment mal, hier gibt es so einen kleinen Trampolinpark einfach. Oha, Freunde, schau mal, wie groß ich springe, wie hoch ich springen kann einfach hier, Freunde, wie krass ist das denn? Aber wir schauen mal weiter, hier gibt es auf jeden Fall Salon E-Pack. Okay, mal sehen, was gibt's im Salon E-Pack einfach. Und, Moment mal, was ist das denn hier? Hier ist Zitrat Bankkasse. Also, Freunde, scheinbar irgendeine Bank oder sowas. Ich denke mal. Also, Freunde, an alle türkischen Zuschauer, schreibt mal unbedingt in die Kommentare, was das alles heißt. Das würde mich mal echt interessieren. Also, hier auf jeden Fall Süngü Bakali Yesi oder so. Und, Grolli, hier gibt es scheinbar auf jeden Fall schon mal ein bisschen Eis. Und hier ist sogar eine ganze Eiskarte und alles. Okay, sehr, sehr, sehr krass. Und, Grolli, was hast du denn da für ein krasses Auto? Das sieht aber voll cool aus. Komm, steig mal ein. Wir fahren eine Runde. Oh ja, ich komme rein, Grolli. Warte mal, kann man hier rein? Und, oh ja, ich sitze drin. Okay. Komm, wir fahren jetzt mal eine Runde hier im Auto und fahren jetzt ein bisschen durchs türkische Brookhaven. Okay, was gibt's denn hier alles? Und, Moment mal, Grolli, du kannst ja gar kein Auto fahren. Schau doch, ich fahre doch richtig gut, oder nicht? Ja, ich weiß ja nicht, aber... Okay, Freunde, mal sehen, was gibt's denn hier so? Okay, mal sehr interessant. Was ist das hier? Okay, das ist auf jeden Fall der normale Einkaufsladen, aber auch ein bisschen geändert. Und hier gibt's auf jeden Fall ein paar Doritos. Aber, Freunde, ich schaue mir jetzt mal unbedingt hier auch nochmal die Häuser an. Also, die Häuser sind auch sehr interessant hier, glaube ich. Freunde, schaut euch die mal an. Die sehen auf jeden Fall auch ultra cool aus, aber irgendwie sieht jedes Haus einfach gleich aus. Aber, warte mal, kann ich mich hier auch in ein Haus spawnen? Nee, scheinbar nicht. Man kann sich hier keine Häuser spawnen, sondern man kann sich nur zu den Häusern hin teleportieren. Hey, was ist das denn hier? Einfach so ein Bofa oder sowas, Freunde? Wie krass ist das denn? Hey, damit fahre ich jetzt ein bisschen durch die Gegend. Das sieht aber ultra lustig aus. Aber Freunde, irgendwie kommt man hier nicht rein ins Haus. Also ich weiß nicht, wie man hier reinkommen soll. Ey, ich will in mein Haus rein. Hier steht doch sogar, dass es mein Haus ist. Ey, ich will hier rein in mein Haus. Freunde, ich wurde gescannt einfach. Und Moment mal, was ist denn hier passiert? Das Auto ist einfach hier kaputt gegangen. Okay. Aber Freunde, sowas gibt's im Brookhaven gar nicht. Das ist auf jeden Fall ultra realistisch, dass hier einfach die Autos kaputt gehen können. Aber Freunde, ich habe mir doch gar nicht hier die Rutsche angeguckt. Was ist das denn hier für Rutsche? Und, wow. Okay, warte mal. Ich bin einfach auf meinem Gesicht gelandet. Das tat ein bisschen weh. Okay, mal sehen, die Schaukeln. Und oha, okay, die Schaukeln funktionieren also auch richtig. Nicht so wie bei Brookhaven am Anfang, wo man richtig komisch auf der Schaukel saß, sondern hier kann man wirklich sogar richtig schaukeln. Okay, Freunde, also ich würde sagen, Türkhaven war auf jeden Fall das beste Brookhaven von allen. Aber Freunde, welches Brookhaven hat euch bis jetzt am besten gefallen? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Videos mehr zu verpassen. Links und rechts sind jetzt nochmal zwei weitere coole Videos eingeblendet. Schaut es euch gerne an und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, Freunde.